Der TV Reutlingen hat den Klassenerhalt in der zweiten Tennis-Bundesliga geschafft. Durch einen 6:3-Erfolg gegen den TC Großhesselohe und der gleichzeitigen Niederlage des TEC Waldau gegen Pforzheim ist der TVR gerettet. Michael Berrer gewann bei seinem Saisondebüt sowohl sein Einzel als auch das Doppel an der Seite von Timo de Backer. Auch Nils Langer und Jordi Sampermontana konnten ihre Einzel gewinnen. Den sechsten Punkt holte das Duo Langer-Florian Fallert. Morgen spielt man noch zu Hause gegen die Jungs von der Waldau und alles zum entscheidenden Duell gegen Großhesselohe gibt es dann am Montag im Sportmagazin.